nicht hocken. Jetzt bitte jetzt deinen Platz behalten. An Ihre Opfer noch ein Wort richten, Herr Fritzl. Sie haben jetzt die Chance. Ein Wort der Reue vielleicht? Herr Fritzl, bereuen Sie, was Sie gemacht haben? Also, wie kommentieren Sie das Urteil? Ich würde sagen, das Urteil war eine logische Konsequenz seines Geständnisses, dass natürlich bei einer Anzahl von 3000 Vergewaltigungen und 24-jähriger Anhaltung in einem Keller plus einem Mord natürlich so eine Strafe nur verhängt werden kann, ist evident.